Schlimmes. Achso, okay, hat sich gerade erledigt. Okay, dann stellt euch vor, ich habe den Schweigefuchs gemacht. Aber ich schreibe es trotzdem mal rein, die Info, einfach weil es vielleicht witzig ist. Ich bin dann mal raus. Jo, alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis dann. Bis später. Das fand ich mir aktuell, was ich da jetzt geschrieben habe, aber egal. So. Wow. Oh Gott, das erstmal wieder zumachen hier. Zumachen. Ich hab jetzt gestartet und ihr dürft damit jetzt loslegen. Ich verlasse euch nun und werde Weser hoffentlich gleich nochmal in der Regie sprechen. So, dann sind wir jetzt ganz alleine, glaube ich. Ja, sind wir. Hallo. So, ja, wir sehen hier Silent Hill 2 auf der PlayStation 2. Es ist scheinbar zumindest nicht der Director's Cut. Wenig, also, ich muss dich korrigieren, es ist nicht PS2, es ist PC. Ah ja, stimmt, das ist ja die PC-Version, Entschuldigung. Also PC-Version ist tatsächlich ein ganz kleines bisschen schneller, einfach weil die Ladezeiten ein bisschen geringer sind. Aber ansonsten ja, gibt es da keine wirklichen Unterschiede. Auf alle Fälle ist es ganz normal New Game, also kein New Game Plus, keine Kettensäge leider. Die wäre nämlich ansonsten, ist halt schon vorbeigelaufen, ich habe es gerade gar nicht so ganz mitbekommen. Aber hier auf diesem langen Weg wäre an der Seite dann die Kettensäge. Die macht das Spiel ziemlich, ja, einfach. Auf alle Fälle besteht der Run in erster Linie daraus, dass wir durch die Gegend laufen und ja, ein paar Items einsammeln, ein paar Dialoge haben und mehr ist es eigentlich gar nicht großartig. Wie ist der Unterschied zu Resident Evil, wenn man mal so fragt? Gewaltig. Naja, was heißt hier gewaltig? Also beide Spiele, also beide Serien, so Resident Evil und Silent Hill, sind ja ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen, haben auch ungefähr das gleiche Setting, also nicht das gleiche Setting, aber das gleiche Genre zumindest. Achso, oder hat er doch die Kettensäge mitgenommen? Nee. Ich hab nicht drauf geachtet. Doch, okay, doch, so er hat tatsächlich. Okay, das ist dann doch New Game Plus. Gut, das ist neu. Das stand aber so auch nicht im Schedule drin. Macht jetzt allerdings keinen großen Unterschied, nur dass er jetzt halt eine schön mächtige Waffe hat. Damit ist der ganze Run ein bisschen risikoarmer, sag ich mal. Nein, aber beide Spielereien sind ja ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen, bedienen beide das Horror-Genre. Allerdings ist Silent Hill immer mehr so dieser psychische Horror gewesen, so dieses Albtraum-Setting, bla bla, während Resident Evil dann halt mehr so klassische Horror-Elemente bedient hat, also Zombies und ja, alles mögliche in dieser Hinsicht halt. Okay, hast du das selber gespielt? Oh ja. Es ist zwar schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe, aber das ist schon, sind schon halbe Speedruns bei mir damals gewesen. Ah, okay. Was heißt Any%? Achso. Willst du beantworten oder soll ich? Ja, Any% heißt einfach so schnell wie möglich durchzukommen durch das Spiel. Egal mit Glitches oder nicht, je nachdem. Also mit allem, was das Spiel an sich zur Verfügung stellt, einfach durchkommen. Das heißt, so externe Cheat-Module oder so sind natürlich nicht erlaubt. Cheats, die das Spiel bietet, sind normalerweise auch nicht erlaubt, aber das entscheidet halt jeweils die Community des Spiels. In diesem Fall wäre es jetzt nicht erlaubt. Gut, aber hier gibt es ja intern auch keine Cheats in dem Sinne. Und gibt's die, oder? Nicht wirklich, nee. Also, ne, was heißt ja nicht wirklich? Also, es gibt so ein paar Stellen, wo er halt schneller irgendwo vorbeikommt, als es eigentlich vom Spiel vorgesehen wurde, weil er halt einfach ja, an Gegnern vorbeirennt, aber das sind keine Glitches in dem Sinne. Okay. Und ja, den Pyramid Head werden wir sehen. Spätestens zum Ende hin, der Double Pyramid Head. Ne, da gibt's ja kein Vorbeikommen. Story? Story? Oh Gott, die Story in Silent Hill erklären, das ist immer eine schwierige Sache. Also hier in dem Spiel ist es so, dass wir am Anfang ja, im Auto aufwachen, in dem Ort Silent Hill. Und Jason? Hieß er Jason? Mason, glaube ich, hieß er, ne? Der Hauptcharakter hier. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ja, auf alle Fälle hat der Hauptcharakter eine gewisse Vergangenheit mit Silent Hill, die erschließt sich aber so im Laufe des Spiels erst. Und zwar hat er eine Frau namens Mary, oder hatte eine Frau namens Mary, die ist mittlerweile gestorben.
Und die beiden haben damals die Flitterwochen in Silent Hill verbracht, oder war es ein normaler Urlaub? Da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle haben die eine Weile in Silent Hill verbracht, so urlaubstechnisch. Und scheinbar hat dieser Ort irgendwas auch mit deren Vergangenheit zu tun. Ah, okay. Interessant. Und Alf ist ja zwar privat geschrieben, aber ja, das ist das Richtige. Ja, aber wie gesagt, von der Story kriegen wir jetzt hier eh kaum was mit, weil die Cutscenes soweit übersprungen werden. Im Run geht es wirklich nur darum, bestimmte Items einzusammeln. Beispielsweise hatten wir jetzt vorhin gerade den Apartment Key, also den Wohnungsschlüssel, Wohnungsblockschlüssel in dem Fall wohl eher, eingesammelt, und damit kamen wir jetzt hier in dieses Apartment rein, also in diesen Wohnblock rein. Und hier müssen wir uns jetzt halt auch durch einzelne Räume kämpfen, quasi. Oder, also kämpfen ist jetzt das falsche Wort, weil kämpfen werden wir hier sowieso kaum. Ich habe gesehen, draußen ist Nebel. Kannst du uns, wieso ist da Nebel? Also, natürlich einerseits wegen der Stimmung und andererseits hatte der Nebel zumindest bei Silent Hill 1 einen sehr praktischen Effekt. Und zwar konnte man damit halt kaschieren, dass die PlayStation 1 rein von der Leistung her diese Weitsicht gar nicht zugelassen hat. Ah, okay. Interessant zu wissen. Und auch bei der PlayStation 2 ist es natürlich aus technischer Sicht ganz nützlich, dass man da halt mit Nebel arbeiten kann. Wobei man hier halt eine höhere Weitsicht hätte haben können schon, weil die PlayStation 2 natürlich um einiges leistungsstärker gewesen ist. Und der PC, das ist ja die PC-Version hier, der PC dann ja sowieso. Aber der Nebel dient halt auch als Stimmungselement. Macht's auch spannender, weil man halt die Gegner nicht aus großer Entfernung sehen kann, sondern die können theoretisch überall auftauchen. Na, also nicht überall, aber wenn man es das erste Mal spielt, weiß man nicht, wo die Gegner auftauchen. Hat halt immer das Gefühl, irgendwo könnte jetzt überall ein Gegner auftauchen. Ich nehme mal an, wie ist das, die RNG im Spiel? Bitte? RNG? Die RNG. Spielt so gut wie keine Rolle. Also es gibt ja, also wenn überhaupt, dann nur in den Kämpfen. Und wir werden ja die wenigsten Kämpfe mitmachen. Okay. Wir rennen für gewöhnlich einfach an Gegnern vorbei. Oh, okay. Und Kalender Don, das mit dem brennenden Berg, der Kohleader, die seit Jahren brennt, das ist in dem ersten Silent Hill Film so gewesen. Die Filme und die Spiele an sich, die haben jetzt keine durchgehende Story, sondern jeder ist immer so für sich einzeln zu betrachten. Ah. Aber du hast schon recht, also diese Story gab es auf alle Fälle schon innerhalb des Silent Hill Franchises. Oh, okay. Und wo wir aber gerade beim Film sind, der Film nimmt halt auch so ein paar Anleihen aus dem zweiten Teil hier. Also der Film ist storytechnisch so ein bisschen Mix aus Teil 1 und Teil 2. Also, achso, ja, ein wichtiges Element dieses Spiels sind auch die Rätsel. Das geht sogar so weit, dass es zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, also oder zwei verschiedene Arten von Schwierigkeitsgrad. Einmal der Kampfschwierigkeitsgrad von leicht bis schwer und einmal der Rätselschwierigkeitsgrad. Also man könnte ja zum Beispiel die Kämpfe auf leicht stellen und die Rätsel auf schwer beispielsweise. Natürlich bei Any% geht man auf leicht bei beiden, wobei es bei den Rätseln kaum eine Rolle spielt. Nur die schweren Rätsel, die dauern teilweise auch ein kleines bisschen länger. Deswegen nimmt man da halt leicht, weil die insgesamt dann entweder gleich lang oder kürzer sind, je nachdem. Ah, okay. Und guten Morgen, Doro. Morgen. Gibt es in dem Spiel Jumpscares? Das ist eine interessante Frage, Pepelisch. Tatsächlich bedient sich, oh Gott, dieses bedient sich, sage ich jetzt viel zu häufig, das klingt irgendwie komisch nach einer Weile. Tatsächlich gibt es in Silent Hill weniger Jumpscares, das ist halt eher so ein Resident Evil Ding. Silent Hill baut halt mehr auf dieses unwohle Gefühl auf. Und deswegen mochte ich tatsächlich den Horror in Silent Hill immer mehr als den in Resident Evil. Obwohl ich an sich von der Spielreihe her Resident Evil noch ein bisschen mehr mag. Also ich finde, ich habe ja beides schon mal gesehen, ich finde beides schön. Ja, es hat beides was. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan von Jumpscares. Deswegen mochte ich in der Hinsicht zumindest Silent Hill ein bisschen mehr. Weil Jumpscares sind für mich immer so,
so eine billige Methode, um halt Horror in Anführungsstrichen zu erzeugen, wobei es ja meistens nicht mal Horror ist, sondern dann halt einfach nur ja, Spieler erschrecken. Okay, er hat gerade eine halbe Sekunde gespart. Viele, die sich darüber freuen. Eine Sache, die ich noch erwähnen kann, ist, er geht ja immer so komisch schräg. Vielleicht hat der eine oder andere sich schon gefragt, warum. Das liegt halt einfach daran, dass ja, alles, was in der Kamera zu sehen ist, das muss ja auch geladen werden irgendwie. Und wenn er so schräg geht, dann sieht die Kamera halt weniger vom Weg. Das heißt, sie muss auch weniger laden und dadurch läuft das Spiel halt, oder ruckelt das Spiel weniger. So. Es läuft halt ein bisschen flüssiger, ein bisschen stabiler und im Endeffekt dann natürlich auch ein bisschen schneller. Genau, wollte ich nämlich gerade auch fragen, aber ich konnte mir die Frage eigentlich schon beantworten wegen dem Lag. Rico Z fragt gerade, gibt es ein aktuelles Game, welches du mit Silent Hill vergleichen würdest? Ich glaube, Alien Isolation lässt sich noch ganz gut vergleichen, weil das halt auch dieses Unwohlgefühl auslöst. Das ist ja relativ aktuell. Ich meine, gut, das ist, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder 2 Jahre oder so alt. Aber ich glaube, das passt noch am ehesten. Auch wenn das Setting natürlich ein ganz anderes ist. Was macht ihr jetzt hier, Veni? Er sammelt einfach Items ein. Also in dem kleinen Kinderwagen da im Pool ist ein... Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen, was da nochmal drin gewesen ist. Da war, glaube ich, dieser Gummiball drin. Den benötigt er jetzt oben auf dem Dach, um da so ein Abflussrohr zu verstopfen. Und dadurch, dass er das Abflussrohr dann verstopft, unten verstopft das Abflussrohr, dann lässt er da Wasser rein und dadurch steigt halt in dem Abflussrohr der Wasserpegel und damit wird ein Schlüssel nach oben gespült, den er dann einsammeln kann. Okay, interessant zu wissen. Ja. Also so den Rätseln, also es gibt ja im Grunde 2 Arten von Rätseln, einmal die, wo man dann wirklich wie bei der Uhr von zum Beispiel die richtige Uhrzeit einstellen muss. Und auf die kommt man halt, indem man dann irgendwo bestimmte Texte liest, beispielsweise. Und das ist die eine Art von Rätseln. Die andere Art von Rätseln in dem Spiel ist halt die, dass man halt Gegenstände sammeln muss und die an der richtigen Stelle dann einsetzen muss, nutzen muss. Was hat er jetzt hier gerade geschafft, weil die da im Hintergrund geklatscht haben? Ja, ich kann es gerade gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, er ist einfach nur... ja, an der Stelle halt ideal gelaufen, sodass er da nirgendwo hängen geblieben ist, beziehungsweise dass er halt den schnellstmöglichen Weg dadurch genommen hat. Oh, okay. Der Horror an dem Run liegt im Commentary. Ja, das auch. Ralf, das ja, auch. Genau. So, und hier gibt's jetzt das nächste Rätsel. Er hat jetzt 3 Medaillen, Steine, Medaillons, keine Ahnung. Ja, einmal Old Man, dann, oh Gott, ich weiß gar nicht, was die anderen beiden gewesen sind. Und die muss er halt an die richtigen Positionen in diesem Schrank legen. Ja, da stand sie eben ganz kurz, was die letzte Medaille zumindest gewesen ist, aber ich hab's jetzt nicht... Ach, die Schlange war es, genau. Und um auf die Lösung dieses Rätsels zu kommen, muss man da halt an einer anderen Stelle sich einen Text durchlesen und da gibt's halt Hinweise darauf. Also, und er müsste mittlerweile auch wissen eigentlich, wie... Die Rätsel. Ja, also das weiß, also die Lösung für diese Rätsel, die hat er im Kopf, beziehungsweise notfalls irgendwo auf dem Zettel, aber ich gehe mal davon aus, dass er das im Kopf haben wird. Und da braucht er jetzt nicht mehr wirklich Rätseln in dem Sinne. Die sind auch dann jedes Mal gleich. Also je nachdem, wie man Schwierigkeitsgrad eingesteckt hat. Wenn man einen anderen Schwierigkeitsgrad für die Rätsel nimmt, sind die natürlich auch anders. Man hat da eben im Hintergrund übrigens auch so ein... Oh, da ist der Pyramid Head übrigens das erste Mal. Das ist so der... Es ist eigentlich nicht der Hauptgegner im Spiel, aber das ist so ein Gegner, der halt immer mal wieder auftaucht. Und ja, der ist ziemlich gruselig, muss ich ja sagen. Wow! Okay, da hat er gerade mal so ein bisschen... Ja, gut. Getrollt, sag ich jetzt mal. Also er hat halt einfach so diese Jason-Bewegung da gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, dass es die gibt, oder ich wusste es überhaupt nie. So, und an der Stelle musste er jetzt eine ganze Weile warten, also er hatte den Pyramid Head schon eine ganze Weile besiegt, in Anführungsstrichen. Nach ein paar Treffern haut er dann mich ab und dann muss man halt eine Weile warten, bis er dann wirklich weg ist und dann senkt sich da das Wasser und dann kann man da halt durchgehen.
Und achso, sag du erstmal? Du bist Hauptkommi. Nee, sag du ruhig, das kann ich immer noch später erzählen. Okay, ist die englische Version schon oder gibt es ja auch eine japanische Version davon? Es gibt auch eine japanische Version, aber ich glaube, es macht hier gar keinen Unterschied, weil normalerweise ist es ja so, dass die japanische Version deswegen schneller ist, weil halt mit den Schriftzeichen, also mit weniger Schriftzeichen, derselbe Text dargestellt werden kann wie mit den Buchstaben. Also, dass ich ein ganzer Satz in römischen Buchstaben nimmt halt so und so viel Platz weg, und wenn man denselben Satz in Schriftzeichen darstellt, nimmt es halt deutlich weniger Platz weg. Hier ist allerdings die Sache, dass egal wie lang der Text ist, immer eine Textbox dafür verbraucht wird. Also macht es im Endeffekt. Also das ist normalerweise die Erklärung dafür, warum dann nicht japanisch gerannt wird. Einfach weil es aus dem Grund gar keinen Unterschied macht. Okay. Und ich habe die japanische Version selber nie gespielt oder auch nur gesehen oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass das halt hier der Grund ist, warum auf Englisch gespielt wird. So, ja, was man, beziehungsweise worauf ich jetzt eben noch nicht eingegangen bin, weil man es auch noch nicht so wirklich gesehen hat, es gibt in dem Spiel im Grunde zwei Welten. Es gibt einmal halt die normale, die echte Welt, und dann gibt es so eine Art Albtraumwelt, die sich immer durch Sirenen ankündigt. Wer den ersten Silent Hill Film gesehen hat, vielleicht auch einen zweiten, das weiß ich jetzt nicht, den kenne ich selber nicht, der kennt dieses Geräusch, dieses Sirenengeräusch. Und immer wenn das ertönt, wechselt man quasi in diese Albtraumwelt oder in diese dämonische Welt. Und ja, da sieht alles so schön rostig aus und skurril und bla bla. Okay. Ist aber ganz interessant. So, und hier treffen wir, oder da haben wir jetzt gerade Maria gesehen. Und Maria spielt noch eine ganz große Rolle in dem Spiel. Da werde ich dann aber später drauf eingehen. Es ist zwar ein Speedrun, da sollte man sich nicht über Spoiler beschweren, aber solange sich das noch vermeiden lässt mit Spoilern, werde ich es auch. Hier wird gefragt von Destiny, das Silent Hill Spiel ist dann etwas Open World, oder? Jein. Also es wirkt so ein bisschen wie Open World, da gebe ich dir recht. Allerdings hat man, also bei Open World kann man ja wirklich so verschiedene Sachen am Anfang machen, also kann man sich die Reihenfolge quasi selber aussuchen. Hier in dem Spiel ist es tatsächlich so, dass man Item A braucht, damit kommt man an Stelle A weiter, dort findet man dann Item B, kommt damit an Stelle B weiter. Also es ist eigentlich ein linearer Aufbau. Allerdings, ja, um Item A zu finden, kann man halt erstmal die ganze Welt bereisen. Oder nicht die ganze Welt, aber große Teile schon bereisen zumindest. Okay. Es ist aber kein Open World in dem Sinne. Sind es im zweiten Film nicht sogar drei Welten? Das kann durchaus sein. Wie gesagt, den zweiten Film kenne ich nicht. Aber das kann sein. Ich kenne überhaupt keinen Silent Hill Film. Ah, okay. Also den ersten kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist teilweise ganz schön hart, muss ich sagen. Aber er ist gut, auf jeden Fall. Okay. Aber ich glaube, da sollte man zumindest die ersten beiden Spiele auch gespielt haben, um den Film so wirklich genießen zu können. Auch wenn man es nicht unbedingt muss. Weil die Story halt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Story ist halt immer eine eigenständige, je nach Film oder Spiel. Wie meinst du, liegt der in der Zeit? Gut, aber... Also er liegt gut in der Zeit. Aber das wundert mich nicht, weil es gibt halt wenige Stellen, wo man wirklich Zeit verlieren kann. Wenn man irgendwo mal Zeit verliert, dann nur, weil man mal irgendwo kurz ein bisschen hängen geblieben ist. Also das ist dann ein Bruchteil von einer Sekunde. Ja, oder das Schlimmste, was ihm wirklich passieren kann, ist, dass er irgendwo beim Routing, also beim Weg, irgendwo einen Fehler macht, dass er jetzt an die falsche Stelle läuft oder so. Aber das sollte bei einem erfahrenen Runner eigentlich nicht der Fall sein. Techie ist auf Platz 7, glaube ich, war's. Okay. Dann müsste ich mal kurz nachgucken. Also, ich muss erstmal eine Weile suchen vorhin, weil er irgendwie auf speedrun.com nicht Techie heißt, sondern UFO Techie, genau. Und ich habe immer nur auf den Anfang geguckt und habe ihn in der Ewigkeit noch nicht gefunden. Aber ja, Platz 7. Und mal zum Vergleich, zumindest die Ingame-Zeit zwischen Platz 1 und Platz 7. Platz 1 40 Minuten 3, Platz 7 43 11. Also das sind 3 Minuten 8 Sekunden gerade mal. Das ist nicht wirklich viel Unterschied. Was meinst du, ist der Weltrekord so optimiert, dass man sagt, man macht überhaupt keinen Weltrekord mehr, oder
Hätte ich mal sagen, jetzt ein Drittel. Also ein paar Sekunden kann man noch sparen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann auch die Sub 40 sehen werden, also unter 40 Minuten. Wie gesagt, das sind ja im Moment 40 Minuten, 3 Sekunden. Aber viel, viel weniger wird es dann auch nicht mehr. Okay. Eventuell sind sogar die Sub 40 gar nicht mehr möglich. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Das könnte dann, wenn überhaupt einer, also ein echter Speedrunner, vielleicht beantworten. So, Moment. So, das wieder zumachen hier. Und wer sich, fragt, warum ist da so doch so gut gefüllt? Die haben es da mitten in der Nacht. Genau. Bei denen ist es jetzt ja 2.18 Uhr. Also eigentlich, wenn man jetzt mal vom Original-Schedule ausgeht, achso, ja, hier muss er jetzt verschiedene Codes eingeben. Also er hat hier verschiedene Schlösser an dem Ding und eigentlich muss er sich diese Codes so nach und nach erarbeiten in dem Bereich. Er kennt sie natürlich, er hat sie im Kopf und ja, kann die dann gleich alle, oder die Schlösser da soweit gleich alle entfernen. Aber eigentlich hätte man da eine ganze Weile durch dieses Areal hier rennen müssen, durch das Krankenhaus. Achso, ja, wir sind im Krankenhaus übrigens. So ganz nebenbei mal. Und ja, da hätte er halt die entsprechenden Codes finden müssen. Mit Mitzi, da kannst du übrigens nachgucken, was noch kommt. Ist was? Achso, genau. Ach, du hattest das Schedule auch schon geschickt, genau. Und Moment, ich muss den Namen wieder markieren, weil ich den, weil der zu hell ist, zumindest. Zerkerion, genau. Silent Hill 1 hat nichts mit Teil 2 zu tun, genau. 1 und 3 hängen zusammen. Stimmt, ich glaube, die hingen irgendwie zusammen. Teil 3 habe ich nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Aber ich glaube ja, ich glaube, ich hatte sowas mal gehört. Aber vielen Dank für die Info. Firma dankt. Also das hat Mitzi jetzt geschrieben, das kam jetzt nicht von mir. Also bei Teil 3 weiß ich nur, dass man halt dieses Mädchen da spielt. Allgemein, ich habe tatsächlich nur Teil 1 und 2 gespielt. Oder? Ja, doch. Ach nee, und dieses The Room hatte ich mal ganz kurz angespielt, also Teil 4 war es, glaube ich, ne? Was sind die Silent Hill-Filme für eine Filmart? Horror. Ja, Psycho-Horror. Thriller. Und, nee, Thriller nicht, obwohl ne, doch so ein paar Thriller-Elemente sind da schon mit drin. Nebeldokumentation, ja genau. Die Silent Hill-Filme sind Nebeldokumentation, das passt tatsächlich ganz gut. Und ein bisschen Drama. Ja, Tatsache. Auf alle Fälle ist, wie gesagt, zumindest der erste Film, beim anderen weiß ich es nicht, aber der erste Film ist durchaus sehenswert. Habe ich sogar... Habe ich den hier? Doch, ich glaube, den hatte ich mir irgendwann mal geholt. Ich gucke so selten DVDs. Komm aber zurück zum Run. Genau. Ja, wie gesagt, er ist jetzt... Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ist das noch das Krankenhaus? Oh. Also es gibt verschiedene Areale hier in dem Spiel. Und unter anderem das Krankenhaus, das nimmt halt einen größeren Teil des Spiels und auch natürlich des Speedruns ein. Dann gab es hier auch noch die Schule. Genau, aber Schule war halt mehr so Teil 1. Da hat die Schule halt so fast die Hälfte des Spiels eingenommen, glaube ich. Haben wir Zeit für eine Donation? Ja, haben wir. Und zwar hat The Lord Pill $20 gespendet mit dem Kommentar Herzchen GW German Team. Vielen Dank dafür. Achso. Das ging ins Donation Incentive von Rice. Vielen Dank dafür. Sehr schön, das lobe ich mir. Ich will Weiß da drin haben. Aber ein Rummel an Lord Pilz für diese Donation. Genau. Und wer war das? Lord Pilz? Ja, The Lord Pilz. Lord Pilz, ja, an den Namen kann ich mich irgendwie erinnern, glaube ich. Wir haben hier so viele Namen im Chat, deswegen nicht böse sein, wenn ich da mal ein bisschen durcheinander komme. So, jetzt befinden wir uns im Fahrstuhl. Aber das ist noch, nee, das ist noch nicht der. Es gibt hier, ich sag mal, einen besonderen Fahrstuhl, einen besonderen Aufzug, den es nachher noch eine größere Sequenz gibt. Aber das ist jetzt einfach nur ein ganz normaler Fahrstuhl. Time to Beat, beziehungsweise die Estimate ist auf eine Stunde angelegt. Das sieht man oben rechts über dem Kamerabild, da wo die Uhr davor ist,
eine Stunde. Und das ist halt die Zeit, die er nicht überschreiten möchte, beziehungsweise die halt eingeplant ist dafür. Weltrekord liegt allerdings bei 40 Minuten 3 Sekunden. Seine PB waren 43,11, glaube ich. Moment, ich gucke zur Sicherheit nochmal nach. Ja, 43,11. Genau, also schon deutlich unter der Estimate und ich gehe auch mal davon aus. Oh. Ah ja, hier kommt, Moment, ich gehe gleich weiter drauf ein. In der Szene hier, da hat man ihn kurz gesehen, da kam halt nochmal der Pyramid Head. Und man muss halt hier so schnell wie möglich durch den Gang laufen. Ist jetzt nicht wirklich schwer, aber man hat halt die, die Mary. Genau, Mary ist die hier und Maria ist seine Frau gewesen. So. Oder andersrum. Nicht, dass ich das jetzt verwechsel, Entschuldigung. Auf alle Fälle die Mary, die ist da auch mit rumgerannt. Und eigentlich muss man da ein bisschen aufpassen, aber er ist halt so schnell durchgerannt, dass der Pyramid Head sie nicht töten konnte in der kurzen Zeit. Wobei, er hat sie jetzt eh scheinbar getötet, aber storytechnisch. Genau. Aber darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Ist das der Weltrekord Ingame-Zeit oder Real? Das ist Ingame-Zeit. Deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Real-Time ist beim Weltrekord. Ich schau mal. Weil, nee, das steht ja auf speedrun.com nicht drauf, deswegen. Oh, okay. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Also, das könnte auch ein Grund sein, warum die Estimate bei einer Stunde liegt. Ja. Weil ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, man kann immer an bestimmten Stellen so ein paar Sekunden verlieren, aber die Zeit ist relativ stabil. Also, man wird hier nichts haben, dass man, weiß ich, einen Fehler macht und dann eine Minute verliert oder zwei Minuten oder so. Es sei denn, man stirbt natürlich, aber das sollte in dem Run nicht vorkommen. Nee. Also, da hätte er dann. Entweder, na gut, großes Pech eigentlich nicht, da hätte, wenn er tatsächlich stirbt in dem Run, dann ist es seine eigene Schuld, da hat er sich dann richtig doof angestellt. Ob, darf ich kurz eine Frage im Chat? Ja, klar. Und zwar, Jojo2-3, haben wir eigentlich ein Lieblingsgame? Ja, haben wir. Hm? Auf jeden Fall meint es, Sonic 1-4 war das System, aber Veni, du vielleicht noch? Erstmal, das war die richtige Antwort, Royce. Nein, mein Lieblingsspiel ist Breath of Fire 2. Es gibt zwar noch ein paar andere, die ich wirklich gut finde, aber wenn ich wirklich eins benennen muss, dann ist es Breath of Fire 2. Und guten Morgen an alle, die jetzt dazu gekommen sind. Genau, morgen um diese frühe Uhrzeit, obwohl mittlerweile ist ja schon ja, guter Vormittag, sag ich mal. Das ist mal so ungewohnt, wenn man früh am Morgen aufsteht und dann ja, irgendwie gedanklich immer noch dabei ist, dass es halt immer noch früher morgens und dabei ist es schon längst Vormittag oder fast Mittag. Wen spielt gern LOL? Ich werde hier gleich mal was LOLen abbringen. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielt er das? Auch leicht und leicht. Also die Kämpfe leicht und die Rätsel auch leicht. Bei den Kämpfen sollte es klar sein, ne? Weil der Run dementsprechend natürlich auch risikofreier ist, weil die Gegner weniger Schaden machen. Und auch die Kämpfe, die er macht, also die Bosskämpfe, die gehen dadurch natürlich auch ein bisschen schneller. Und der Rätselschwierigkeitsgrad ist halt auch auf leicht gesetzt. Einfach aus dem Grund, weil einige der Rätsel auf dem Schwierigkeitsgrad ein bisschen schneller gehen. Oh, okay. Genau, ist ja ein Speedrun. Richtig, yep. Der deutsche Lappen. Irgendwie ist der Name cool. Ich hätte nämlich auch, danke für die, dass er mir da die Frage im Chat abgenommen hat, ich würde mich auch fragen, auf welchen Schwierigkeitsgrad er spielt, aber wenn du sagst, er spielt auch leicht und leicht, dann ist es ja okay. Wenig spielt gern Tetris und dreht das Quadrat. Wow. Wow. Oh Mann. So, ich gehe jetzt einfach gar nicht weiter drauf ein. Nein. Wir sind jetzt wieder in den Straßen. Ja, quasi in der Oberwelt, wenn man so will, in der Hubworld. Und begeben uns jetzt in Richtung, jetzt muss ich selber kurz überlegen, werden wir aber gleich sehen. Hier gibt es noch eine interessante Frage. Gibt es denn auch einen Weltrekord mit dem Schwierigkeitsgrad schwer und schwer? Gute Frage, Moment. Oh yes, people. Okay, so I'm being asked if people are asking questions. Please use the hashtag. Also es gibt New Game Normal, das auf jeden Fall. Also das wäre dann ja quasi Schwierigkeitsgrad bedingt. Und es gibt noch eine Kategorie Born from a Wish auf Hard. Also Born from a Wish ist die extra Episode, die in dem Director's Cut mit drin ist. Yeah, Silent Hill 3
Aber ansonsten so Schwierigkeitsgrad schwer und schwer als Kategorie gibt es in dem Sinne nicht. Kann man natürlich auch mal runnen und eventuell entscheidet die Community dann, ja, das nehmen wir. Das nehmen wir als eigene Kategorie mit auf. Wobei es meiner Meinung nach relativ wenig Sinn macht. Weil, wie gesagt, die Kämpfe an sich, die meisten weichen wir hier eh aus, da macht es keinen Unterschied. Nur die Bosskämpfe dauern dann halt ein ganz kleines bisschen länger. Und die Rätsel, die dauern im Grunde auch nur ein ganz kleines bisschen länger. Aber im Endeffekt ist es kaum Unterschied zum normalen Run. Okay. Und er ist ein bisschen risikoreicher, ein bisschen unsicherer. So, jetzt haben wir, mit dem Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, genau. Mutterschlüssel, Schraubenschlüssel, egal. Konnten wir jetzt hinter dieser Statue diese diesen Metallrahmen da abschrauben und die Box, die der Rahmen da eingeklemmt hat, die konnten wir halt aufmachen und da drin ist ein Schlüssel gewesen. Macht jetzt nicht so viel Sinn, aber ich fand immer die Fundorte der Items hier in Silent Hill, die machen schon ein bisschen mehr Sinn als bei Resident Evil, wenn man mal wieder diesen Vergleich nimmt. Und mit diesem Schlüssel kommen wir jetzt halt storytechnisch auch wieder weiter. Okay. Habt ihr ein Game, das ihr runnt? Willst du zuerst antworten? Mach du. Okay, also ich habe insgesamt 5 Spiele, die ich runne. Das wäre Resident Evil HD Remaster, Sonic auf dem Master System, James Pond 2 auf dem Master System, Breath of Fire 2, wobei ich das schon seit Oktober nicht mehr gerannt habe, und Last Dream. Und das kennt wahrscheinlich kaum einer. Das ist so ein kleines, nettes RPG-Maker-Spiel. Okay, ich selber runne Pokémon, sag ich schon. Sonic 1 auch auf dem Master System. Und sonst eigentlich nichts weiter. Aber du hattest ja mal ein bisschen Pokémon gerannt, daher kommt ja ursprünglich auch dein Name. Glaube ich doch zumindest, ne? Ja, genau. Wird das Schedule wieder aktualisiert? Also Sif sitzt dran. Ich weiß gar nicht, ob er es jetzt nochmal aktualisiert hatte. Ich schau mal. Gibt es auch einen 100% Run von Silent Hill 2? Ich glaube ja. Ich guck mal nach. Also es gibt, kann er kurz drauf eingehen, weil er ja im Moment hier sowieso nur die Treppe hochläuft. Also, deswegen kann ich. Hätte wurde vor 43 Minuten aktualisiert. Ah, okay, dann dürfte es jetzt auch aktuell sein. Vielen Dank dafür. Richtig. Also es gibt ganz normal New Game und New Game Normal, also wo man halt auf einem normalen Schwierigkeitsgrad spielen muss. Dann das New Game Plus Dog Ending. Also es gibt hier ein Hundeende, das ist übrigens sehr witzig. Und mein Hund reagiert darauf tatsächlich auch. Dann gibt es das New Game Plus UFO Ending. Also diese seltsamen Endings, also Dog Ending, UFO Ending, das ist halt auch so eine Tradition in der Silent Hill Reihe. Da wird dann halt der ganze Blödsinn, in Anführungsstrichen, der da passiert, das ganze Unheimliche und Unnatürliche, wird dann damit erklärt, dass zum Beispiel ein Hund da die Kontrolle über die Welt hat oder dass UFOs auf der Erde gelandet sind, so ungefähr. Ja, frag nicht. Dann gibt es, wie gesagt, die Kategorie Born from a Wish. Das ist halt die Extra-Episode aus dem Director's Cut. Da wird einfach nur diese Extra-Episode gespielt. Und es gibt die Kategorie 10 Star. Und 10 Star, man kriegt am Ende, wenn man durchgekommen ist, kriegt man halt eine Bewertung in Form von Sternen. Also das hängt dann von der Geschwindigkeit ab, die man hatte und wie oft man gespeichert hat und dergleichen. Und 10 Star ist halt die höchste Bewertung, die man da kriegen kann. Um auf die Frage, die Ramba eigentlich schon gut beantwortet hat, warum ich Poker heiße, Pokémon weiß, wie ich habe früher mal Pokémon gespielt, bin aber auch ein sehr großer Pokémon-Fan, aber eigentlich werde ich jetzt nur noch mit Rice abgekürzt, weil Pokémon Rice ist zu lang. Oh. Außerdem habe ich immer keinen Bock, das auszuschreiben. Na gut, im Chat geht das immer, da brauche ich ja nur POK eintippen und dann Tab-Taste drücken. Aber woanders will ich das Wort nicht mal ausschreiben, komplett. So, er ist jetzt übrigens im Gefängnis. Und das Gefängnis, das ist teilweise auch ein bisschen verwirrend, weil es gibt 2 Gefängnisblöcke oder Gefängnisreihen. 2 oder 3 sogar.
Auf alle Fälle muss man in einige Gefängniszellen, die, weiß ich, in Reihe 1 eigentlich sind, muss man aber von Reihe 2 aus über eine andere Gefängniszelle rein, wo dann halt irgendwo, weiß ich, so ein kleiner Durchgang ist. Und das kann halt schon sehr verwirrend sein. Da kann man schon mal ein bisschen Überblick verlieren an der Stelle. Wie lange hast du eigentlich damals gebraucht, um es durchzuspielen? Beim ersten Mal oder dann später, als ich das also, dann schon so halb gespeedrunnt habe? Also, ich glaube so ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe halt damals natürlich normal? Nicht getimed. Normal oder wenn du es gespeedrunnt hast oder als du es zum ersten Mal gespielt hast? Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich deutlich länger gebraucht. Ja, also da kann man schon mal 10, 20 Stunden dran sitzen, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie lange es war. Und danach, also man wird, das ist so ein Spiel, bei dem man wirklich mit jedem Durchgang schneller wird, einfach weil man schon weiß, wo man welche Items findet, wie man die Rätsel löst und dergleichen. Und ich glaube, zum Ende hin war ich dann so bei ungefähr 2 bis 2,5 Stunden, aber das war halt auch kein echter Speedrun in dem Sinne, sondern einfach nur schnell durchspielen. Würdest du denn, weil du ja gesagt hast, du Run HD Remaster, würdest du denn auch Silent Hill? Theoretisch ja, warum nicht? Klar. Also es ist ja vom, also gerade im Speedrun ist es ja, ja Resident Evil, der ganzen Resident Evil Reihe gar nicht mal unähnlich. Und klar, warum nicht? Nur ich überlege gerade, auf Steam gibt es das glaube ich nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, müsste ich nochmal nachgucken. Und ja, ich habe immer so ein kleines Problem damit, irgendwelche Konsolenspiele dann zu runnen. Einfach weil das Capturen halt ein bisschen schwierig ist. Und bei sowas, gerade bei PlayStation, also alles, was ab der PlayStation losgeht, will ich halt auf dem PC auch keine Emulatoren benutzen. Einfach weil, ja, die Performance dann halt immer ein bisschen schwächer ist. Ich schau mal. So, genau. So, jetzt haben wir hier eine längere Fahrstuhlsequenz. Da passiert jetzt überhaupt nichts. Genau, jetzt fehlt Mesa. Wird er die 43 Minuten schaffen? Ist schwer zu sagen. Wir haben halt leider keine Splits jetzt hier, deswegen kann man es immer ein bisschen schwer einschätzen. Aber ich vermute jetzt einfach mal, er wird ein kleines bisschen über seiner BB bleiben. Okay. Ich sag einfach mal 45 Minuten. Ich auch. Ah, okay. Der Runner hat auch gerade gesagt, also die meisten Leute spielen tatsächlich normal. Also normaler Kampfschwierigkeitsgrad und normaler Rätselschwierigkeitsgrad. Das liegt aber einfach daran, dass das auf Speedemos Archive, das ist ja so die ursprüngliche größte Speedrun-Seite damals gewesen. Und da wurde halt immer normal gerunnt und das ist halt so ein quasi ein Vermächtnis. Die sind es einfach gewohnt. Stimmt, wir hatten ja vorhin über RNG geredet und das Puzzle, was da eben zu sehen war, das mit diesem Würfel, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das tatsächlich random. Das heißt, wir haben da RNG, also Zufallselement, mit drinne. Aber gut, hier in dem Run jetzt natürlich nicht, weil er nicht auf Hard spielt. Archive, hab ich das so komisch ausgesprochen eben? Archive. Ah ja, oder Archive, ja, es ist ja egal. Die Leute wissen ja, was gemeint ist. Gehen die Speedruns wieder los, also wieder morgens bis abends German Restream. Die gehen nicht los, die laufen seit Sonntagabend schon. Die laufen seit Sonntagabend. Wir sind jetzt hier mittendrin. An Tag 3. Genau. Wo hat er einen Fehler gemacht? Wirkliche Fehler nicht. Er ist halt, weiß ich, ab und zu mal nicht perfekt um eine Ecke rumgekommen beispielsweise, was dann, weiß ich, eine Zehntelsekunde vielleicht mal gekostet hat. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Aber das sind halt alles so ganz kleine Beträge. Oh, hier hat er ja zum Beispiel gerade ein bisschen Pech gehabt, weil der Gegner, der bewegt sich halt ein bisschen zufällig und der hat ihn eben so ein kleines bisschen blockiert. Aber das sind halt, wie gesagt, immer so eine Kleinigkeit, wo er immer ein ganz kleines bisschen Zeit verliert und das summiert sich dann einfach nach und nach. Also die meiste Zeit kann man eigentlich in den Bosskämpfen verlieren, wenn man halt, wenn man die nicht perfekt trifft und dementsprechend da ein kleines bisschen mehr Zeit braucht. Morgen, Frauen Warrior. Morgen. Immer noch wach? Nee, schon wieder wach. Also ich zumindest. Ich auch. Okay. Wollte dich nur ärgern. Ramwall, das kriegst du wieder.
run straight through this hallway and ta-da, we don't have to fight Abstract Daddy. So, stimmt, hier kann man, das, ich hab's leider nie so ganz kapiert, wie es funktioniert, aber hier an der Stelle kann man einen Bosskampf skippen. Okay. Und das Puzzle, also beziehungsweise, ja doch, das Puzzle besteht sogar aus zwei Räumen, also das mit diesen komischen Puppen, die da hängen. Es besteht aus zwei Räumen. Und hier in dem Raum hängen halt sechs Leichen oder Puppen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Leichen oder Puppen waren. Ich glaube Puppen. Man muss mit allen einmal interagieren. Und man muss quasi herausfinden, welche Strippe man in diesem anderen Raum ziehen muss. Das unterscheidet sich natürlich auch wieder von Rätsel zu Rätsel. Da muss man jetzt ein paar Mal hin und her rennen. Wie gesagt, er weiß halt genau, was er tut. Wenn man die richtige Strippe gezogen hat, da hat man es eben gerade gesehen, dann ist ja in dem Raum, wo die Puppen hängen, ist statt der einen Puppe dann ja ein Item auf dem Boden. Okay. Und zwar ja dieser Schlüssel hier. Mit dem Schlüssel kann er jetzt die Handschellen da aufschließen. Und damit kann er dann das Rad drehen und mit dem Drehen des Rades hat er dann das Gitter geöffnet und kann da weitergehen. Auf welche Runs freut ihr euch noch? Ich persönlich auf Alex Kidd in Shinobi World. Mhm. Und ich mich auf das Super Mario 2D Warpless Melee Race. Genau, das wird auch sehr interessant. Relay, nicht Melee. Melee. Genau. Melee ist dann noch ein bisschen was anderes. Ich glaube nicht, dass sie sich da die Köpfe einschlagen bei. Ja, aber mein persönliches Highlight ist tatsächlich schon gewesen, das war Sonic Generations. Ja, das war auch gut. Aber gut, das ist halt immer Geschmackssache. Für viele war es wahrscheinlich dann, weiß ich, Pokémon oder Dark Souls wird vielleicht für einige noch ein Highlight werden. Earthbound wird natürlich auch toll. Wobei der Run ein bisschen schwierig zu kommentieren ist. Das hatten wir beim RPG Limit Break auch schon. Und nein, es wird diesmal leider keinen Testblock geben, Sora. Das Problem ist nämlich, Moment, ich gehe erstmal hierauf ein. Wir haben eben gegen Eddie gekämpft, oder beziehungsweise, ja, da ist der eigentliche Kampf jetzt. Und gut, er hat ihn mit einem Schuss erledigt. Hier hätten wir zum Beispiel jetzt ein bisschen Zeit verlieren können. Ja, hab gehört, Razy wird gut, natürlich, das sowieso, Alf. Wo war ich jetzt? Achso, ja, in dem Kampf hätte man ein bisschen Zeit verlieren können, aber er hat es gut geschafft. So, Sora, ich gehe gleich nochmal auf deine Frage ein, auf das mit dem Testblock. Ich will hier nur ganz kurz was erklären, und zwar haben wir jetzt die Bootsequenz. Und in dieser Bootsequenz, das zählt in dem Sinne als Rätsel, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das noch ein bisschen schwieriger. Im Grunde müssen wir dieses Licht im Hintergrund finden und auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad müssen wir dann einfach nur auf das Licht zurudern. Ist also nicht allzu schwer. Das macht man übrigens mit den beiden Analogsticks, also mit dem linken bedient man das linke Ruder, mit dem rechten das rechte Ruder und man muss die nach Möglichkeit, wenn man geradeaus rudern will, halt immer gleichzeitig drücken. Also theoretisch spielt er das aber auch mit dem Controller am PC? Achso, ich weiß gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er es jetzt spielt. Ich hab die PC-Version selber nie gespielt. Das, okay. Also nur die PlayStation-Variante und da waren es halt die Analog-Sticks. So, was aber wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel Schwierigkeitsgrad schwer bei den Rätseln hätte, dann würde das auch ein bisschen anders funktionieren. Da muss man nämlich eine Weile auf das Licht zufahren und dann nach links oder rechts ein Stück, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube nach links war es, und muss dann halt weiter rudern. Da ist es halt ein bisschen schwieriger. So, und jetzt sind wir im Hotel und das ist schon das letzte Gebiet im Spiel. Oh, okay. Obwohl, nee, technisch gesehen gibt es noch ein Gebiet, aber das ist so das letzte wirklich große Gebiet. So, und gerade hier im Hotel erfahren wir sehr viel über den Hintergrund, weil, ja, das ist das Hotel, in dem Jason oder Mason, ich glaube Mason hieß er, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht weiß es jemand im Chat und kann das beantworten, also wo er auf alle Fälle mit seiner Frau damals gewesen ist. Hier gibt es übrigens auch noch ein sehr, sehr interessantes Rätsel. Aber darauf gehe ich dann ein, wenn es soweit ist. Achso, okay. Ich habe gerade mal kurz in die Donation reingehört. War aber eine australische. Hm. Ich schaue immer nur wieder mal. Alles gut. Das Spiel ist sehr stark zu RNG-lastig und schwer. Achso, für Darkest Dungeon. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das bezieht sich jetzt aber sicherlich nicht auf Resident Evil, oder?
that's actually another difference. The camera on the PC version doesn't follow James. Beziehungsweise mir fällt hier gerade noch ein anderes Rätsel ein, das ist, das fand ich auch mal ganz interessant. Aber wie gesagt, auf die gehe ich dann ein, wenn es soweit ist. Wenn sie dann kommen, weil wenn ich das jetzt alles im Vorfeld erkläre, dann kapiert ihr sowieso nicht, was ich da gerade erzähle, es sei denn, ihr kennt das halt. Und nachher ja, macht es genauso viel Sinn, beziehungsweise macht sogar mehr Sinn, wenn ich das dann erzähle, ja, wenn es soweit ist. Oh, ich glaube. Wow. That was like a wow. Good guess. Was denn jetzt passiert? Oh, Moment. Ah, okay. Hier gibt es tatsächlich doch noch so ein kleines RNG-Element, und zwar dieser Code, der ändert sich immer. Und da gibt es insgesamt 20 verschiedene Varianten. Und er muss dann halt links auf dem Bett nach dem Code gucken und den muss er dann eingeben in das Feld. Er hatte jetzt dem Wort Kill, das lässt sich halt am schnellsten eingeben und da hat er halt quasi das beste RNG gehabt. Also eine Chance von 5%, dass er das kriegt, also 1 von 20. Wir kapieren nie, was du erzählst. Umso besser. Hier wird übrigens im Chat geschrieben von Nathan, der Weise James Sunderland. Achso, James, genau. Vielen Dank dafür, Nathan. Nathan der Weise. Du machst seinen Namen alle Ehre gerade. Obwohl, nee, Moment. In der Schreibweise ist ja was anderes. Nein, also Weise mit E dann geschrieben. Da würdest du deinen Namen dann alle Ehre machen. Lol. Ah, okay, und er hat das K gefailt. Wow, das K gefailt? Hat dadurch ein bisschen Zeit verloren? Okay, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Entschuldigung dafür. So, hier, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Also hier ist jetzt auf alle Fälle gleich das Rätsel, was ich halt ziemlich interessant finde. Ich kann ja schon mal anfangen zu erzählen, und zwar gibt es hier einen Aufzug mit einem Gewichtslimit. Und er muss im Grunde eine ganze Menge Gegenstände ablegen, nicht alle, aber sehr viele Gegenstände ablegen. Rennt dann halt quasi ja fast schon unbewaffnet und ohne Heilmittel rum, was allerdings im Speedrun jetzt kaum einen Unterschied macht. Und da muss man halt ganz genau kalkulieren, wie viele Items man ablegt, und weil man auf dem Weg dann auch noch ein paar Items findet, die muss man dann halt auch noch mit einrechnen. Und guten Morgen, Mond. Morgen, Mond. Der Mond ist aufgegangen. Moment. Wie viel kommt denn noch, Vinny, so ungefähr? Na, wie gesagt, das ist jetzt das letzte wirkliche Gebiet. Wenn er das hier jetzt geschafft hat, das Hotel, ja, am Ende kommt da eine Cutscene, aber gut, die wird er eh überspringen. Und dann begibt er sich nochmal in ein Gebiet, wo er einfach nur eine Treppe runterläuft. Dann gibt es den Double Pyramid Head Kampf noch, der aber auch sehr schnell geht. Und dann rennt er eigentlich nur noch ein bisschen durch. Also dauert nicht mehr lange. Okay. Gut, aber mit meiner Schätzung 45 Minuten, hatte ich ja vorhin gesagt, ungefähr, da lag ich dann doch ein bisschen falsch. Du meinst Ingame-Zeit, oder? Ah ja, ach, stimmt, das ist ja... Oh Gott, ich denke immer nicht dran, dass die Zeiten auf speedrun.com, dass das ja Ingame-Zeiten sind. Ja, also 45 Minuten Ingame-Zeit, das kann tatsächlich noch hinkommen, werden wir sehen. Ja. Aber daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Also habe ich vorhin auch bei der Einschätzung nicht gedacht. Ich meinte vorhin tatsächlich Realzeit. Aber ich denke mal, die eine Stunde Estimate, die sollte er problemlos einhalten können. Yeah. Wie gesagt, es gibt halt keine Stellen, wo er jetzt wirklich viel Zeit verliert, deswegen ist die Zeit hier eigentlich relativ stabil. Hallo Boardbeard. Hallo. Hello. Have fun learning German. And yeah, this may be the perfect place to learn German. Yeah. If you have any questions, just ask. Yes, and welcome to the German Tree Stream. Genau. So, Moment. Achso, das war eben das Uhrenrätsel. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt zwei Rätsel hier, die interessant sind. Das Uhrenrätsel ist halt das zweite gewesen. So, und jetzt kommt die finale Cutscene, oder das war eben die finale Cutscene in dem Hotel. Das heißt, er ist jetzt hier quasi mit durch. Und muss einfach nur noch rausrennen im Grunde. Achso, ja, er sagt auch gerade, das ist ganz praktisch, dass auch die Cutscenes alle übersprungen werden, weil das Spiel an sich lebt ja natürlich von der Story, die übrigens auch sehr verwirrend ist. Ich habe es bis heute nicht so hundertprozentig kapiert.
Also was da am Ende zumindest passiert. Aber das ist halt so ein kleiner Vorteil von diesem Speedrun, dadurch, dass eh alle Cutscenes übersprungen werden, kann man es halt auch hinterher, wenn man den Speedrun gesehen hat, immer noch ganz gut spielen und die Story an sich immer noch genießen. Ah, okay. Aber Spoiler-Speedruns sind sowieso... Eben. Also über Spoiler sollte man sich in Speedruns natürlich nicht beschweren. Aber hier ist es halt ganz, ganz angenehm, dass man trotzdem nicht zu sehr gespoilert wird. Genau. Und Lotti konnte mal 8 Stunden durchschlafen, wow. Ja, Baby hat schlafen lassen. Genau. Lotti hat ihm bestimmt abends auch Alkohol gegeben, damit es ordentlich durchschläft. Wow, Baby. Nein, das würde Lotti nicht machen, glaube ich. So, wie gesagt, jetzt rennt er noch ein bisschen durch. Ja, hier an der Stelle muss man ein bisschen aufpassen, weil die diese Viecher, die da unten leben unter dem Gitter. Gab Valium. Ah, okay, na, ist ja fast dasselbe. Ja, die können ihn da erwischen, deswegen muss er da immer ein bisschen warten. Und hier ist dieser Double Pyramid Head Fight. Er muss halt bei beiden gewissen Schaden zufügen. Und da hat er es schon geschafft. Dann bewegen die sich halt auf eine bestimmte Position. Das wird jetzt ein bisschen komisch. Ah, schade, man hat es nicht ganz gesehen in der Cutscene. Aber die stellen halt quasi ihren Speer auf den Boden und rammen ihren Kopf da rein oder ihren Hals vielmehr. Also die bringen sich da quasi selber um. Frag nicht. Es halt wäre es jetzt nicht logischerweise gewesen, wenn du meintest ja am Anfang, die Kettensäge ist da die stärkste Waffe, wieso denn die nicht benutzt hat? Weil man mit der Kettensäge natürlich auch rangehen muss. Die ist halt eine Nahkampfwaffe und das ist ein bisschen riskanter. Abgesehen davon konnte er mit dem Gewehr, das hat, das ist halt auch sehr stark und damit konnte er im Grunde da braucht er sich gar nicht bewegen, sondern muss nur ein paar Mal schießen. Im Endeffekt ist es sogar schneller gewesen, als sich zu den einzelnen Pyramid Heads zu bewegen und die mit der Kettensäge anzugreifen und dann sogar noch zu riskieren, dass man zu oft getroffen wird. Etwas Whisky in die Muttermilch, wow. Oh Mann. So, wie gesagt, das ist der Double Pyramid Head Fight gewesen und jetzt kommen wir auch direkt zum Endboss. Wir müssen jetzt einfach nur noch die Treppe hoch hier aufs Dach und da kämpfen wir dann gegen... Moment, ich überlege gerade, ob ich es überhaupt sagen soll. Nee, ich sag's mal einfach nicht. Für die Leute, die es tatsächlich noch spielen wollen, man erkennt den Gegner jetzt nicht wirklich, wer es sein soll. Aber... Jawohl. Nee, man erkennt es nicht wirklich. So, und ja, das ist jetzt der finale Kampf im Spiel. Final Boss. Gleich dürfte dann Time kommen. Überleg grad. Und er hält sich schon bereit, er hält ja schon seinen Finger so komisch hoch. So, und Time. Dinner easy, ich schau gerade, da unten sieht man jetzt übrigens auch 5 Sterne hat er insgesamt. Und 44,5, okay, also tatsächlich noch knapp unter der Schätzung, die ich gegeben hatte eigentlich. Ich hatte ja gesagt 45. Nee, 43,11. Genau, also ungefähr eine Minute über seiner PB. Ich guck gerade, wo er damit in der Weltrangliste jetzt wäre. Wer immer noch. Platz 7. Ja. Hallo, Yuki. Genau, also Platz 8 wäre dann schon ein Moment. Warum steht 43,11 von ihm und die 44,34 von Supergamer sind beide auf Platz 7 gelistet? Achso, weil das PlayStation 2 ist bei Supergamer und ich glaube, da läuft die Ingame-Zeit ein bisschen langsamer ab.